Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 110. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, du wünschst dir so sehr, dass mein Denken, dass unser Denken heilig ist, dass dein Heiliger Geist Kontrolle über unsere Gedanken hat. Und Herr, so laden wir dich ein, dass du jetzt durch ihn sprichst in unser Herz hinein, durch dein Wort. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade bei der Übergabe der fertiggestellten Elemente der Stiftshütte an Mose. In der Aufzählung all der Gegenstände, die gemacht worden sind, heißt es in Vers 40, die Behänge des Vorhofs mit seinen Säulen und Füßen, den Vorhang am Eingang des Vorhofs mit seinen Seilen und Flöcken und alle Geräte für den Dienst der Wohnung der Stiftshütte, die Dienstkleider zum Dienst im Heiligtum, die heiligen Kleider des Priesters Aaron und die Kleider seiner Söhne für den priesterlichen Dienst. Ganz so, wie der Herr es Mose geboten hatte, so hatten die Kinder Israels das ganze Werk vollbracht. Und Mose sah sich das ganze Werk an und siehe, sie hatten es ausgeführt, wie der Herr es geboten hatte, so hatten sie es ausgeführt und Mose segnete sie. Hier sehen wir, wie Gott und Menschen, wie Gott und seine Gemeinde zusammenarbeiten. Gott hatte den Plan gegeben, die Gemeinde sollte keine neuen Pläne entwickeln. Gott hatte seinen heiligen Geist gegeben, er hatte zuvor auch seine Vergebung gegeben. Aber die Menschen mussten tatsächlich diese Gaben, diese bekamen auch einsetzen, sie mussten unter der Leitung des Heiligen Geistes tatsächlich arbeiten. Wir müssen mit Gott kooperieren und die Herstellung der Stiftzüte zeigt uns, wie das gelingen kann. Und wie durch Gottes Wirken wir so als Gemeinde, als Volk Gottes arbeiten können, dass tatsächlich das geschieht, was Gott geboten hat. Lasst uns doch vornehmen, dass wir uns genau an dem orientieren, was Gott uns in seinem Wort, in der Inspiration gezeigt hat, wie gearbeitet werden soll und wie seine Gemeinde, der Tempel des Heiligen Geistes, aufgebaut werden soll. Und stellen wir fest, dass dieses Werk begutachtet worden ist, dass es untersucht worden ist. Seit dem ersten Tag dieser Welt wissen wir, dass Gott die Dinge, die er tut, auch untersucht. Gott prüfte schon das Licht, so haben wir es in 1 Mose 1 gelesen, dass es gut war. Und Gott prüft auch das Werk unserer Herzen, er prüft uns, er prüft auch das Werk in unserer Gemeinde. Die Bibel spricht von einem Gericht vor der Wiederkunft, in dem er untersucht. Und genau das wird hier auch vorgeschattet in gewisser Weise. Und der Herr redete mit Mose und sprach, am ersten Tag des ersten Monats sollst du die Wohnung, die Stiftshütte aufrichten. Das neue Jahr sollte beginnen mit der Wohnung Gottes mitten unter ihnen. Wir sind jetzt noch nicht ganz am Beginn eines neuen Jahres, aber vielleicht können wir uns heute schon vornehmen, dass das nächste Jahr in einer besonderen Weise, Gott geweiht sein sollen, dass wir keinen einzigen Tag ohne die besondere Gegenwart Jesu in unserem Leben verbringen wollen und auch heute schon natürlich ihn einladen, in unserem Leben wirksam zu sein. Und du sollst die Lade des Zeugnisses hineinsetzen und die Lade mit dem Vorhang verhüllen und du sollst den Tisch hineinbringen und auf ihn legen, was darauf gehört und du sollst den Leuchter hineinbringen und die Lampen darauf setzen. Und du sollst den goldenen Räucheraltar vor die Lade des Zeugnisses setzen und den Vorhang am Eingang der Wohnung aufhängen. Den Brandopfaltar aber sollst du vor den Eingang der Wohnung, der Stiftshütte, setzen. Und stelle das Becken zwischen die Stiftshütte und den Altar und fülle Wasser hinein. Und du sollst den Vorhang ringsum aufrichten und den Vorhang an, dem ein, an den Eingang des Vorhofs hängen. Und du sollst das Salböl nehmen und die Wohnung salben, samt allem, was daran ist. Und du sollst sie heiligen. Samt allen ihren Geräten, damit sie heilig sei. Und du sollst den Brandopfaltar salben mit allen seinen Geräten und den Altar heiligen, damit der Altar hochheilig sei. Du sollst auch das Becken salben, samt seinem Gestell und es heiligen. Und du sollst Aaron und seine Söhne vor den Eingang der Stiftshütte führen und sie mit Wasser waschen und bekleide Aaron mit den heiligen Kleidern und salbe ihn und heilige ihn damit er mir als Priester diene. Ganz ehrlich, hättest du nach all dem, was passiert ist, in 2 Mose 32, Aaron noch als Hohepriester eingesetzt? Hier sehen wir, wie vollständig die Vergebung Gottes wirklich ist. Aaron sollte als Hohepriester in besonderer Weise ein Typus sein, für Jesus. Und wenn wir auch als vielleicht Verantwortungsträger sogar in bestimmten Positionen unseres Lebens schwer gesündigt haben, dann dürfen wir wissen, dass wenn wir die Gnade Gottes in Anspruch nehmen, das Blut, das Jesus für mich und für dich vergossen hat, dann dürfen wir wissen, dass wir trotzdem im Plan Gottes eine wichtige Rolle spielen dürfen, um anderen Menschen Jesus näher zu bringen. Auch seine Söhne sollst du herbeiführen und sie mit den Leibröcken bekleiden. Und du sollst sie salben, wie du ihren Vater gesalbt hast, damit sie mir als Priester dienen. Und diese Salbung soll für sie ein ewiges Priestertum bedeuten, für alle ihre Geschlechter. Das sollte nicht bedeuten, dass diese Priester, die hier gesalbt wurden, für immer gerettet waren. Nein, wir wissen, einige Zeit später, wir werden es noch lesen, in einigen Tagen, sind zwei der Söhne Aarons sogar gestorben. Wenn Gott uns heute beweist, dass er mit uns arbeitet und mit uns ist. Heißt das nicht, dass wir auf alle Ewigkeit schon sicher sein können, dass wir niemals von ihm abfallen, sondern wir müssen jeden Tag, jeden Tag mit ihm gehen. Und Mose tat alles, wie es ihm der Herr geboten hatte. Genauso machte er es. Und es geschah im zweiten Jahr am ersten Tag des ersten Monats. Da wurde die Wohnung aufgerichtet. Und Mose richtete die Wohnung auf und er stellte die Füße auf und setzte die Bretter darauf und Befestigte ihre Riegel und richtete die Säulen auf, und er breitete das Zelt aus über die Wohnung und legte die Gnade, des Z die Decke des Zeltes obendrauf, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und er nahm das Zeugnis und legte es in die Lade und steckte die Tragstange an die Lade und er legte den Sühnedeckel oben auf die Lade. Und er brachte die Lade in die Wohnung und hängte den verhüllenden Vorhang auf und verhüllte die Lade des Zeugnisses, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und er setzte den Tisch in die Stiftshütte. An die Nordseite der Wohnung außerhalb des Vorhangs, und er schichtete die Brote darauf vor dem Herrn, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Er stellte auch den Leuchter in die Stiftshütte, dem Tisch gegenüber an die Südseite der Wohnung, und setzte Lampen darauf vor dem Herrn, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und er stellte den goldenen Altar in die Stiftshütte vor dem Vorhang. Und er räucherte darauf mit wohlriechendem Räucherwerk, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und er hängte den Vorhang für den Eingang der Wohnung auf. Aber den Brandopfaltar setzte er vor den Eingang der Wohnung der Stiftshütte und opferte darauf Brandopfer und Speisopfer, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Das Becken aber stellte er zwischen die Stiftshütte und den Altar und füllte Wasser hinein zum Waschen. An diesem Tag kamen all die einzelnen Gegenstände zusammen und wurden zu einem Heiligtum zusammengestellt. In unserer Gemeinde haben wir verschiedene Gaben und Fähigkeiten. Jeder bringt etwas mit. Aber Jesus, der durch Mose hier versinnbildlich wird, er ist es, der uns alle zu einem Tempel des Heiligen Geistes zusammenbaut. Lass uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danke sagen, dass du uns einen Neuanfang schenken möchtest. Dass du in uns... Leben möchtest durch deinen Heiligen Geist, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen. Herr, und wir danken dir, dass wir sehen können, dass du mit uns kooperierst, dass wir etwas dazu beitragen können, aber dass es deine Gnade und dein Heiliger Geist ist, der am Ende für alles verantwortlich ist. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.